Tatsächlich hat sich der Pumuckl davon gemacht und der Meister Eder konnte weiterarbeiten. Aber wie es halt so ist, der kleine Kobold hat plötzlich jede Beschäftigung, die nichts mit Zündhölzli zu tun hat, langweilig gefunden. Lustlos hat er ein bisschen den Hobelspö herumgeraschelt, ist dann auf seine Schiffli-Schaukel gesessen und hat hin und her gegagelt. Dann ist er ein bisschen auf den Brettern herumgeturnet und dann, ja, dann hat er plötzlich auf dem Werkzeugkasten oben ein ganzes Päckchen Zündhölzli gesehen. Vorsichtig hat er zum Meister Eder übergüchselt. Der war aber so vertieft in seine Arbeit, dass er nicht auf den Pumuckl geschaut hat. Ganz leise und so wie zufällig ist unser Kobold zum Werkzeugkasten spaziert und ist dann, lautlos wie ein Büsi, auf den Kasten gekumpelt. Oh, habe ich doch recht gesehen. Viele, viele Schachteln mit noch viel, viel mehr Zündhölzli. Grosses Zündhölzli-Paket. Papier ein bisschen aufreissen. Ganz vorsichtig. Koboldsliesli. So, drei. Schächter rausnehmen. Nachschauen, ob wirklich Zündhölzli drin sind. Manchmal tut der Meister Eder auch Reisnägel und so Zeug in Zündholzschächter. Tatsächlich. Gut. Lauter Zündhölzli mit feinen roten Feuerköpfen. Köpfe fürs Feuer, das gibt ein Abenteuer. Pumuckl? Ja? Pumuckl, was machst du denn da? Ich? Nichts. Ich habe nur ein bisschen Regen gespielt. Zündhölzli-Regen. Ja, Zündhölzli-Regen. Weisst du, ich wollte probieren, ob Zündhölzli, die Feuer machen können, auch Regen machen können. Und wie es das könnte. Schau mal. Der Zündhölzli-Regen löscht das Zündhölzli-Feuer. Toll, gell?